Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Holzer-Map zusammen mit dem Berge. Servus. Wir sind ein bisschen in der Zeit, also wir haben ein bisschen Zeit übersprungen, weil wir in dem Sinne fertig waren jetzt. Und ja, ich werde jetzt machen und fangen. Den zweiten Schnitt, also für Hai extra. Und der Berge wird zwei Kipper andreschen, oder? Ah, nochmal, werden wir schauen. Für was? Also was für Verkaufen. Na was? Was für Frucht? Ja, Weizen. Okay. Ja, und ich brauchst du Stroh eigentlich zum Einstrand, Nika? Na, Gülle. Kommt dann zum Schluss. Die Haiballen, also ich muss Haiballen machen, weil ich kann das Hai nirgendwo einlagern sonst. Deswegen, wenn wir jetzt schön alles einmal niedermachen, was wir schon einmal gemacht haben. Und beim dritten Schnitt, weiß ich nicht, ob ich den machen werde oder den einfach dann auch machen werde, aber dann einfach verkaufen. Weil dann machen wir einfach Siloballen und die werde ich dann verkaufen. Ich glaube, das mache ich dann mit dem dritten Schnitt. Weil in dem Sinne, ich habe ein großes, also ich habe ein ganzes Fußsilo mit Grossilage. Ich habe jetzt dann genug Bollen wahrscheinlich hei, dass wir das einfach dann verkaufen können. Erst der normalerweise, ja, du hast halt noch keine Viecher, normalerweise verfuhrt, dass der das aus dem Silo bis der erste Schnitt kommt, der zweite, dritte Schnitt kommt, was der? Ja, aber ich habe noch keine Viecher, das ist ja das. Genau. Mann, der kannst du ja verkaufen. Ich hab noch kein Geld für Viecher, das ist es. Alter, jawohl. Das nenne ich Performance. ja. Gibt's uns Interessantes? Nimm mal lang, dann spielen wir was anderes. Ja. Ist echt nimm mal lang. Ja, Tag der Aufnahme für uns ist der 1. November, das heißt in 21 Tagen. 21 genau. Tagen, das sind blöd gesagt. Genau, genau. Zwei Wochen. Drei Wochen. Genau, drei Wochen. Ne? In genau drei Wochen. Weil es ist, glaube ich, eher Dienstag. Nein, ist er Montag? Ist er Montag? Ja. Genau. Heute drei Wochen. Ist es soweit. Ja. Das heißt, dementsprechend wir zwei, wenn wir, ich glaube, noch D und nächste. Also D und. Ich glaube, also die Aufnahmesession, dann nächstes Wochenende vielleicht noch eine und dann vielleicht noch eine, aber dann. Man sag mal, wie viel man hält am Morgen, ich weiß nicht, wie lange du Zeit hast. Ich sage mal so, ich muss erst um 6 Uhr aufstehen. Okay, ja. Ui. Steh erst spät auf. Ha? Steh noch später auf eigentlich. Ja, aber dementsprechend, ich bin in der Akademie bei uns in der Firma zurzeit eingeteilt. Das bedeutet. Ich mache in dem Sinne nur ein paar so Kleinigkeiten. Also ich kann schon lange aufbleiben. So. Ja. Gibt's uns noch was Neues? Eigentlich nicht, klar. Volle Luzi. Was? Ah ja, Trottel. Was? Ich muss ja den. Der hat gar keinen. Ich hab gedacht, ich hab extra. Ah ja, Depp. Vergessen, der hat den. Der macht ja wieder Stroh, der ist ja wurscht. Der also hat ja keinen Häcksler, der Drescher, weißt du. Ah, der kann nicht abschalten. Oh. Ja, der hat noch keinen Häcksler, ist ja scheiße. Naja. Kannst du Stroh verkaufen? Du kannst ja eingrubern auch, oder? Stimmt, ist gut, ja. Das ist, glaube ich, die gescheitere Variante dann, ja. Ja, verkaufen kann ich es eigentlich auch nicht wirklich, ne? Ah. Man kann schon wegpressen und nachher. Strohsilage.
so. Links kann ich machen. Ich kann es schon verkaufen, ich kriege halt kein Geld dafür aus. Ja. Haben wir es schön gemacht. So, weiter geht's. Das ist die erste Trocknungsstufe, was wir gerade dann niedermachen. Ah, nein, zweite schon. Zweite ist ja nicht drin. Das ist schon dieses Höllere. Da ja mit Aufbereiter vor. Brauchst du den nicht mehr trocknen los, ne? Eigentlich schon, ja. Eigentlich kann den Heilwender verkaufen. Außer du brauchst ihn. Ich müsste es nochmal probieren, ob sich jetzt noch was verändert, aber normal. Brauchst du jetzt nichts mehr machen. Das einzige, was halt war mit dem Heilwender, ist, dass sie halt verteilen, dass man das ein bisschen besser zusammenschwaden kann, aber in dem Sinne ist es eigentlich auch egal. Eigentlich schon, ne? Das ist das einzige, was wäre. Ja, ja, jetzt haben wir wieder viel zum Tun, eigentlich, im Sommer. Ja, ja, genau, ich bin zum Dreschen haben wir, zum Mahnen haben wir. Wenn das alles erledigt ist, im Herbst haben wir auch noch ein paar Kleinigkeiten noch zum Tun. Auf jeden Fall den genau. Den Mais wegführen, dann, was müssen wir noch? Ockern, Rubern, die Äcker, was wir schon haben. Und dann eigentlich nur noch mehr vielleicht den dritten Schnitt machen. Und dann ist eigentlich fertig. Dann warten wir auf Winter, gehen mal schnell schieben und fertig ist. Schauen wir mal, wie wir genau machen werden. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal da schauen, dass wir Summa drüber bringen. Und nachher für Mais dreschen war noch fein. Mais dreschen und Hex, und Zillieren, ja. Ja, ja. Weißt du, du wirst Mais dreschen, gell? Bei dir oben. Ja, freilich. Ich werde im Hexen. Passt. Und wenn du Mais drisch, werde ich bei dir ein Abfahrer sein. Jo. Man, vielleicht ist es nicht das Gedraht. Das passt eigentlich. Ja, wird schon passen. Ich meine, jetzt habe ich. Bin ich genau einmal auf und quer hier oben gefahren. Ja. Habe ich schon fast keinen Tank voll eigentlich. Alter Verwalter. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich da irgendwie durchmanövriere. Ja. Muss ja gerade schauen bei mir. Es laggt wieder ein bisschen bei mir heute, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich bei alle daheim sind. So, und jetzt wieder Orbe blasen. Juhu! Boah, so. Brat ist eigentlich meine Sahmaschine. Warum meinst du? Shit, meine Sahmaschine. Die ist auch gleich 3 Meter. Okay. Okay, das passt. So, dementsprechend die erste Wiese ist ja schon wieder fertig. He. Schon wieder fertig abgemacht. Ja, geht ja schnell aus der Front Hektik, ist nicht so happy. Hm. Da geht er dahin. Wird er noch schneller gehen, wenn die Butterfly hat. Ja. Das ist ersparen. Ja, braucht man ja nicht Lärm am Anfang.
Ich habe erst dann später gesehen, dass ich endlich so viel Grünfläche habe. So machst du. So. Erste Wiesn ist fertig. Ab zur zweiten. Dieses Mal lasse ich aber dieses komische Mugale aus. Gescheiter hieß er. Ups, falsch aus. Ah! Das falsche Mähwerk ausgeklappt. Egal. Super. Bisschen anstechen da eine. Bisschen zurückfahren wieder. So machen. Und gib ihm. Ah, perfekt. Weiter geht's. Zweite Wiese, let's go. Ey, 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 ey. So. Ich glaube, da kommt jetzt noch einiges zusammen bei mir. Was Weizen meinst du jetzt? Ja. Was ist denn gerade für ein Weizenpreis überhaupt? Ach, ne, irgendwann wieder schlecht, ist ja klar. Ah, oh, double fuck. So, da hier muss ich. Weizen. Jetzt wollen wir mal einloggen. Dann warten wir noch ein bisschen. Müssen wir das wegführen. Wenn jetzt noch zwei Keeper werden, brauchst du den Fahrtladern. Ciao, Phil. Habe. Perfekt. Jetzt sind wir ja am Anfang. Und das, was wir jetzt machen, werden wir zwei Kipper voll machen, ich werde wegfahren. Und dann werden wir schauen. Den Rest. Einfach einloggen und schauen, wann der Weizenpreis aufgeht. Würde ich sagen. Jojo. No. Was ist? Boah. So. Wow, wieder so wenig. Gerade wieder um so ein kleiner Fitzel wieder nicht aus der Mat da. Warum? Ja, weil es zu schmal ist. Ganze Kombination, was ich oben hab. War genau wieder so, was ich Gott und Gott das nicht. Das ist Gott und Gott nicht der Mat hab. Schmal. Ah, alles klar. Warte mal. Ist so ein Leck gehabt, dass einmal Crawford ein Mat hab. Ne. Jawohl. So, weiter geht's. Jetzt habe ich meine neue Halle gebaut. Jetzt habe ich wieder. Dann wieder ans Dreschen gehen. Hast du keinen Platz gehabt oder wie? Ich baue für links, baue ich aus der Ferne. Einlagern. Aha. Baue einen Platz ab. Naja. Ich habe mir schon überlegt, irgendwo hin eine Heilager einfach hin zu platzieren. Aber wo ist die Frage? Das ist eine Chance. So, zweite Wiesn fertig. Warum kommt mir so früh, als dass die da jetzt schneller sein beim Schneiden als beim letzten Mal? Beim Anhalt. Keine Ahnung, das verstehe ich sowieso nicht. Mal echt zu vorher. Die ersten zwei Wiesen schon wieder fertig gemacht. Bis die Epatel. No. Ab zur dritten.
Wahrscheinlich hast du jetzt mit der Kleinen angefangen, das letzte Mal hast du als erstes gleich eine große gemacht, oder? Nein, mal endlich ganz gleich wie früher. Wie beim ersten Mal. Ich meine nicht viel anders gerade. So, aufklappen. So, wir fahren noch. Ach du Scheiße. Uff. So, runterlassen und B. Ja, gib ihm. Und runterfahren. Juhu. Aber wenn ich das in Real Life gemacht hätte, jetzt, dann hätte so geklimpert, ja. Im Mähwerk unten drin, hä? So machst. Ja. Auf der Straße gefahren. Mit Oberglas an der Mähwerk. Lol, das hat da schon wieder solche Kerne. What the fuck, was ist das? Vielleicht da sowas liegen lassen hast, echt das was liegen lassen hast, dass das irgendwie. Aber ist auch komisch irgendwie trotzdem. Fahr mal. Ist trotzdem komisch irgendwie. Kann nicht auf einmal dann umtexturiert sein, oder? Ja, keine Ahnung, aber normal nicht. Fragen über Fragen. Das löst wieder aus. Ui. Da haben wir jetzt einen Schlenker drin. Bist du Depate. Wie Alkoholiker bin ich da gefahren jetzt, ey. Ja gut, aber dann würde ich sagen, war es das für die Folgen? Ich bin jo. Zweimal jetzt gleich herum um die dritte Wiesen. Und würde dann sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Schaut bei Berge vorbei. Und dann sage ich mal, tschö mit der Ciao mit V. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von LS19 wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus. Servus. Let it go.